Moin, herzliches Willkommen zurück zu einem neuen Let's Play oder zu einer neuen Folge. Ich weiß es nicht, ich drehe gerade durch. Nein, Spaß. Also zurück hier zu Whistleblower Outlast oder wie es manche auch nennen, Outlast Whistleblower, wo ich gerade ziemlich irrentierungslos herumlaufe. Natürlich orientierungslos. Gut. Oder auch nicht. Gut. Ach, sorry. Töte uns, brenn das Gebäude nieder. Schlimmer als der Tod hier. Töte uns, töte uns. Besser. Ist da offen? Jetzt ist hier auch offen. Jetzt ist hier überall offen. Da unten waren wir noch nicht, gell? Ich renne einfach. Das ist gerade wurscht. Down the train. Down the train. Wichser. Das soll jetzt herkommen, Alter. Den hau ich jetzt in die Fresse, Alter. Servus, ich bin's, der Doktor. Ich renne jetzt weg von dir, aber du schlagst mich. Und wenn jetzt wieder der Strom angeht, dann weiß ich nicht, was ich machen muss. Urlaut. Oh mein Gott, Test.
zufällig keine Batterie. Es wäre so einfach. Ich glaube nicht mehr dran, die Wahrheit zu offenbaren. Es gibt keine Wahrheiten, nur Lügen, die wir zu lange geglaubt haben, anstatt sie zu hinterfragen. Es sind unsere Kinder, Lisa. Ich würde den leichten Ausweg nehmen, wenn wir die Jungs nicht hätten. Ich scheiß auf diesen verdammten Ort. Ich werde alles ausstehen, um hier rauszukommen. Wir müssen rauf, rauf. Okay. Geil. Das ist der Haupteingang. Wir sind hier. Irgendwo auf einem Turm nebenan. Ich bin ein Idiot. Ich bin nicht abgesprungen. Warum tust du das? Ja, ich weiß nicht. Geil. Taugt mir wirklich. Schaut cool aus. Ich bin zurück. Weil ich nicht weiß, wo der Typ ist. Hallo? Er redet nicht mehr. Ich höre nur reden, aber... Da hinten war eine Batterie. Kommen wir zu dir. Kommen wir zu dieser Batterie. Ich dachte, das hängt an oder so. Hat kurz ausgesehen, als würde einer abhängen, sein Leben chillen. Da hängt einer ab, oder? Ich schwör's. Wieder drin. Es ist fast so, als ich ob in einem tieferen reingerate, je mehr ich versuche rauszukommen. Tote sind keine Überraschung mehr. Selbstmorde scheinen eine weise Entscheidung zu sein. Ach, warum sagst du das? Oh.
It was to him. The man downstairs. Bad. Very bad. Very, very bad. God. Oh God. Wenn die Iren sagen, dass einer böse ist, dann kannst du dich warm anhalten. Kill the rats! He's here! Inside the walls! Kill him! This idiot wants to die! Okay. Wer baut so einen Dachboden bitte? Na komm, Bro. So, dass ich nicht gleich töte. Ach so. Idiot. Der Körper eines Mannes verunstaltet und verbogen, um den Moment der Geburt darzustellen oder zu verhöhnen. Das ist etwas, was kein Mensch sehen kann, ohne sich an irreparablen Weise zu verändern. Ich war bei dir, als unsere beiden Söhne geboren wurden, Lisa. Bis vor kurzem war es das Wunderbarste, was ich je gesehen hatte. Absolut außerhalb aller glaubhaften Überzeugungen und dennoch wurde es irgendwie zum Zentrum dessen, was ich seitdem glaube. Du hast immer gesagt, dass ich wäre zu wortwörtlich, hast versucht, alles in ein Wenn-Dann umzuwandeln. In der letzten Zeit habe ich meinen Horizont erweitert. Wie kann es diese Dinge, die ich gesehen habe, geben? Aber ich kenne die Antwort. Geld, Profit, Dinge wurden erschaffen, einfach weil wir sie erschaffen konnten. Ich würde sagen, mit diesen grauslichen Szenen beenden wir diese Folge. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann, haut rein. Ciao.